Wie hängen Ungleichheit und Arbeitslosigkeit mit Zinsen, internationalem Handel und der Lohnpolitik zusammen? Welche ökonomischen Abhängigkeiten verhindern, dass sich Länder im globalen Süden unabhängig vom globalen Norden finanzieren können? Und warum versagen wir seit Jahrzehnten in der Bekämpfung der globalen Armut? Es ist ja nur Theorie, wie falsche Wirtschaftspolitik Armut schafft. Und damit sind wir bei unserem Veranstaltungstitel des heutigen Abends. Und ich darf euch und Sie ganz herzlich im Namen des Arbeitskreises Politische Ökonomie an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung zu unserer ersten öffentlichen Veranstaltung begrüßen. Zu Gast werden wir heute, wie bereits benannt, Herrn Professor Dr. Heiner Flassbeck haben. Und ich darf euch durch den heutigen Mittwochabend als Moderatorin führen. Mein Name ist Ayşe Akermi. Ich habe im Oktober mein Bachelorstudium Ökonomie, Nachhaltigkeit, Transformation hier an der Hochschule begonnen. Und bereits im Oktober haben wir auch mit einigen Studierenden diesen Arbeitskreis gestartet. Und bevor ich unseren Referenten und seinen heutigen Vortrag näher beleuchte, erlaubt mir gern ein paar Worte noch zu unserem Arbeitskreis und zu unserer Hochschule. Unseren Arbeitskreis Politische Ökonomie haben wir vor allem aus der Überzeugung heraus gebildet, dass wir denken, Ökonomisches ist auch immer politisch und werden auch durch die Motivation geleitet, Gesellschaft gestalten zu wollen. Und damit haben wir uns an diesem einzigartigen Ort gegründet. Für uns ist die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eine Hochschule neuen Typs, an der wir gemeinsam das Morgen im Heute gestalten. Wir behandeln Ökonomie mit den Fragen, mit dem Fokus auf soziale und ökologische Fragen, weil für uns klar ist, dass Wirtschaft kein kontextfreier Raum ist, sondern in unsere gesellschaftliche Realität in Verbindung zur Umwelt eingebettet ist. Als Arbeitskreis Politische Ökonomie wollen wir diese Effekte verstärken, indem wir Statusgruppen und semesterübergreifend in Pluralität leben, den Mainstream von morgen vorbereiten. Und jetzt fragen wir uns in diesem öffentlichen Rahmen, Herrn Professor Flassbeck zu wirtschaftlicher Entwicklung und Handel begrüßen zu dürfen. Hanna Flassbeck war schon in den 80er Jahren Mitarbeiter im Stab des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Seitdem hat er sich sowohl politisch, beispielsweise als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Oswald Lafontaine, als auch wissenschaftlich, beispielsweise als Leiter der Konjunkturableitung, Abteilung des DIW, immer wieder mit kritischen Beiträgen zu Wort gemeldet. Ganz prominent, was euch wahrscheinlich auch irgendwie bekannt sein sollte, wie denn die Auswirkungen wie die Auswirkungen der Agenda 2010-Reform in Deutschland auf den gemeinsamen Währungsraum aussahen. Aufgrund seiner Erfahrung als langjähriger Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung sind ihm internationale Zusammenhänge und die weltwirtschaftliche Entwicklung bestens bekannt. Im vergangenen November hat er den Atlas der Weltwirtschaft herausgebracht, der Zahlen, Fakten und Analysen zur Weltwirtschaft anschaulich aufbereitet und verständlich analysiert. Nachdem ihr jetzt von mir einen kleinen Steckbrief über Heiner Flassbeck hören durftet, erhaltet ihr nun die Möglichkeit, ein paar Fragen anderen Typs von ihm selbst beantworten zu lassen. Und damit gebe ich das Wort weiter an Johannes Heil. 27. Ja, vielen Dank, Reicher. Wir haben noch ein Mikro an. Es wird mit Urnenwahl stattfinden, das heißt, die Menschen, die delegiert sind, können sich schon mal freuen, dann in den Oberangerfahren zu wählen. Genau, und ganz, ganz großes Thema im SPD-München-Vorstand war auch die Auseinandersetzung in dieser Woche von Anne Hübner über. So, das dürfen jetzt eigentlich auch nur noch die betreffen, die neu reinkommen. So, hallo Herr Flassbeck, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, guten Abend. So, jetzt haben Sie, Ayşe hat Ihre ganze Agenda nochmal genannt. Jetzt hat man weiterhin nicht den Eindruck, dass Sie irgendwie so etwas wie Ruhestand gefunden haben. Sie halten weiterhin viele Vorträge, sind international
weiter gut vernetzt, haben jetzt ein neues Buch wieder rausgebracht. Dennoch weiß ich, dass Sie diesen Winter 70 geworden sind. Einfach persönliche Frage, wie geht es Ihnen eigentlich? Tja, wie es einem so mit 70 geht. Nein, es geht mir sehr gut, sonst würde ich das ja alles nicht mehr machen. Gott sei Dank, toi, 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 bin ich gesundheitlich gut in Form und habe soweit keine Probleme, um das mal zu bebildern. Ich habe mir gerade einen jungen Hund angeschafft, das ist wie ein kleines Baby. Und wenn man das tut, dann muss man schon noch relativ zuversichtlich mit 70 in die Zukunft schauen. Hey, jetzt haben Sie, Eichert erzählt, dass Sie in den 90ern beim DIW gearbeitet haben, zu auch einer spannenden Zeit, als die Europäische Währungsunion konzipiert wurde. Und Sie haben damals schon aufgezeigt, dass sie Konstruktionsfehler aufweist. Mhm. Dann haben Sie bei der UNCTAD aufgezeigt, wie internationale Handelspolitik unser Geldverständnis voller Mythen oder Mythen behaftet ist. Und ein Teil Ihrer Argumentation war immer pure Logik. So, jetzt haben Sie mit dieser Logik es nicht geschafft, dass wir heute befreit sind von neoklassischer Mythenökonomik. Also der Paradigmenwechsel ist nicht gekommen. Was glauben Sie, woran liegt das? Warum hält sich das so hartnäckig? Naja, ich bin vielleicht zu wenige. Ich müsste ein paar mehr sein. Es gibt ja noch ein paar mehr, insbesondere Friederike Spieker, mit der ich ja sehr eng zusammenarbeite, die in der gleichen Richtung arbeiten. Es gibt noch viele andere, aber machen wir uns nichts vor. Wir werden das heute Abend sehen und ich werde das heute Abend genau das versuchen zu erklären, warum es so schwierig ist, sich von diesem Paradigma, von diesem neoklassischen Theoriegebäude zu verabschieden. Man muss immer denken, dass über 200 Jahre jetzt schon, ist das sozusagen der Kern des ökonomischen Denkens. Und meine kleine Behauptung ist, dieser Kern des ökonomischen Denkens ist falsch. Und da kann man eigentlich nicht erwarten, dass die Leute einen umjubeln, jedenfalls diejenigen, die die herrschende Meinung vertreten und sagen, hallo, da gehe ich jetzt aber mal drauf ein, das finde ich aber ganz toll. Nein, sondern es ist immer so, dass alle, die mit diesem Paradigma groß geworden sind, und das sind auf der Welt nur mal 90% aller Ökonomen, die verteidigen das natürlich auf Teufel komm raus. Man muss immer auf die Jugend setzen, deswegen mache ich auch viel mit der Jugend wie heute, weil nur die Jugend bereit ist, das Denken fundamental in Frage zu stellen. Und wir werden das heute Abend sehen, ich bin da wirklich sehr fundamental kritisch. Es geht nicht um ein paar Korrekturen hier und da. Wir werden es allerdings nicht schaffen, das im Ganzen heute Abend abzuhandeln, aber ein paar Beispielen kann man zeigen, dass tatsächlich dieses System, diese Theorie, ich scheue mich immer ein bisschen, das Theorie zu nennen, in Anführungsstrichen Theorie, Werk sozusagen, dass das in sich vielleicht eine gewisse Stimmigkeit hat, dass es aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und dass wir das auch sehen können und dass man das leicht ableiten kann, dass es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, sobald man sich aus diesem System hinaus begibt. Und das ist aber sehr schwer. Jetzt sagen die Jugend, auf die kommt es an. Jetzt sind wir uns innerhalb der Jugend oder generell als alle, die in irgendeiner Weise an einem Paradigmenwechsel arbeiten, nicht einig, was die Strategie angeht. Wir diskutieren darüber, viel darüber, geht es über den Dialog, Annäherung mit dem Mainstream oder braucht es die klare Abgrenzung, den klaren Gegendiskurs? So ein bisschen haben Sie das jetzt eigentlich anklingen lassen, aber nochmal ganz konkret, was ist Ihr Rat an uns? Was braucht es? Klare Kante oder Annäherung und Wandel quasi dadurch, dass man im Dialog steht? Ja, Dialog ist schon wichtig. Ich bin auch immer der Meinung gewesen, das gilt für mich persönlich auch, ich bin mit dieser herrschenden Lehre groß geworden. Ich habe im Studium kaum Alternativen gehabt, ein bisschen Wolfgang Stützel und so. Aber es war das meiste, was ich da gelernt habe, war alles reine Neoklassik. Und es ist auch gut, dass man das gelernt hat. Weil nur wenn man das versteht, kann man ja es in Frage stellen. Nur wenn man es wirklich fundamental versteht, was da passiert, wie diese Leute denken, wie diese Modelle aufgebaut sind, kann man sie auch wirklich so ernsthaft in Frage stellen, dass die andere Seite nicht mehr so leicht davonkommt. Und ich glaube, dann muss man schon eine klare Kante zeigen. Man muss
man muss, wenn man sich hineingearbeitet hat, wenn man eine bestimmte Überzeugung hat, dann muss man schon hart und klar dafür kämpfen, weil wenn man immer nur Kompromisse macht, dann kommt am Ende auch immer nur ein Wischiwaschi heraus und es kommt keine klare Änderung heraus. Wir werden es heute Abend sehen. Wie gesagt, das ist nur eins von vielen Themen, wo man das zeigen kann. Es ist notwendig, in ganz vielen Bereichen ganz fundamental diese Ökonomik, die herrschende Ökonomik in Frage zu stellen. Gut, dann wollen wir uns das ganz fundamental anschauen. Ich gebe noch einmal kurz an Aicha und dann freuen wir uns auf den Vortrag. Okay. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass Sie da sind. Lieben Dank für Ihre ehrlichen Antworten auch. Ich bin jetzt total gespannt auf Ihren Vortrag. Für alle Teilnehmenden nochmal zum Überblick. Wir erwarten jetzt den Vortrag von Professor Dr. Hanna Flassbeck, der circa eine Stunde gehen soll. Danach haben wir dann die Möglichkeit zur Diskussion. Ich würde euch empfehlen, in die SprecherInnen-Ansicht zu wechseln. Genau. Und Herr Professor Flassbeck, Sie dürfen dann gerne Ihren Bildschirm teilen und starten. Genau, ich werde mal meine PowerPoint versuchen anzuwerfen, obwohl die gar nicht so wichtig ist für das, was ich heute erzähle, aber ohne PowerPoint ist man ja völlig verloren und deswegen mache ich das mal mit PowerPoint. Aber ich werde nur ein paar Bilder zeigen und dann relativ rasch auf das Eigentliche kommen, nämlich auf diese logischen Probleme der herrschenden Theorie. Und ich habe den Vortrag jetzt ein bisschen abgewandelt als Titel und habe es mal Handel und Entwicklung genannt, weil, wie gesagt, wir haben ein gewaltiges ökonomisches Problem, das ich heute Abend nur am Rande anspreche, nämlich, dass es keine Entwicklungstheorie gibt. Es gibt keine Entwicklungstheorie. Es gibt so schwache Versuche, Wachstumstheorien, wie das heißt und so. Das ist in meinen Augen alles überhaupt nicht geeignet, um wirklich sich dem gewaltigen Problem der Entwicklung, der Entwicklungsländer und auch der unserer Entwicklung auch jetzt angesichts der vielen Herausforderungen, die man hat, sich diesem Problem anzunähern, weil es keine Entwicklungstheorie gibt. Die herrschende Lehre in der Ökonomik ist immer noch Gleichgewichtstheorie und das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Deswegen will ich heute mal das nur von der Handelsseite besprechen. Wir haben ja vielleicht nochmal Gelegenheit, uns zu treffen oder ich lebe ja auch ganz nahe, manchmal nahe an Bergkastel und komme auch gern mal, wenn die Zeiten wieder normal sind. Und dann kann man das vielleicht noch mal ein bisschen breiter diskutieren. Ich will heute mal ein paar Zahlen einfach zeigen, die jetzt, wie gesagt, gar nicht so entscheidend sind, nur ein paar Paradoxien zeigen. Alle Grafiken stammen aus dem schon erwähnten Atlas der Weltwirtschaft, der gerade jetzt im November erschienen ist, und sollen einfach zeigen, was so schief läuft auf der Welt. Ich werde mich aber konzentrieren auf diese vier Themenfelder, die ich hier mal aufgeschrieben habe und damit erklären, warum der internationale Handel eben nicht die Rolle spielt, die man ihm normalerweise gibt, wo man sagt, der Handel ist für die Entwicklungsländer ganz entscheidend. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie weiterkommen und so weiter. Und das will ich an vier Bereichen machen. Das eine sind die komparativen Vorteile, die eine wunderbare Theorie sind. Es gibt Ökonomen, die sagen, das sei also überhaupt das Größte, was die Ökonomik in den letzten 200 Jahren geleistet hat. Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich glaube, dass es eine Verwirrung ist, eine Chimäre ist, diese komparativen Vorteile. Wir müssen sprechen über absolute Vorteile und auch Salden im Handel, die es eigentlich ja nach der neoklassischen Theorie, Handelstheorie nicht geben kann und darf. Und wir müssen sprechen über Währungsrelationen. Das ist auch etwas, was völlig ausgeblendet wird aus dem internationalen Handel, aber gerade für die Entwicklungsländer unglaublich wichtig ist. Die Entwicklungsländer sind auch gefordert worden, von allen Seiten möglichst offen in sich in die Weltwirtschaft zu integrieren, in die Kapitalmärkte zu öffnen und die Handelsschranken abzubauen, die Gütermärkte zu öffnen. Aber man hat ihnen überhaupt kein Angebot gemacht hinsichtlich der Frage, wie sie sich denn monetär integrieren sollen. Wir haben ja nun in Europa, Hannes Heinen hat es angesprochen, ein Währungssystem, was auch
sehr problematisch ist. Aber es ist wenigstens ein System. International gibt es nicht. Da gibt es die sogenannten flexiblen Wechselkurse. Da gibt es also eine Marktbestimmung der entscheidenden Währungsrelationen. Und das ist meines Erachtens schon wieder ein ganz großer Fehler. Und der vierte Punkt, das ist ein völlig unterbelichteter Punkt in den meisten internationalen Diskussionen, ist die Frage der Direktinvestitionen, die es nach der neoklassischen Theorie eigentlich so, wie sie laufen, gar nicht geben dürfte. Es gibt sie aber und sie spielen heute ja sogar eine riesige Rolle, nämlich insbesondere in China. China, die ganze Entwicklung von China ist getragen von Direktinvestitionen der westlichen Länder dort. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die überhaupt nicht zum Freihandelsbild passt, weil es da auch wieder um absolute Vorteile geht, aber nicht um komparative Vorteile. Also das ist eine ziemlich komplexe Materie, das will ich gleich von vornherein sagen. Man muss sich jetzt ein bisschen darauf einlassen. Ich versuche das mal in einer Stunde hinzukriegen, ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. Dann haben wir noch Diskussionsmöglichkeit, aber man muss sich dann wahrscheinlich am Ende doch nochmal ein bisschen intensiver nachlesen und auseinandersetzen, um wirklich das verstehen zu können, was ich jetzt so mal ziemlich provokativ sage. Zunächst mal, wie gesagt, ein paar plakative Bilder, die jetzt auch gar nicht hier so gut zu lesen sind. Das sind die Salden im internationalen Handel, Leistungsbilanzsalden, Außenbeitrag, das ist also der reine Warenhandel. Und da sieht man, es gibt Länder, die sind grün und es gibt Länder, die sind rot. Das ist hier jetzt nur unterschiedliche Statistik, rechts und links. Einmal in Milliarden Dollar, einmal in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Man sieht zum Beispiel, Deutschland steht immer ganz oben in Milliarden Dollar steht Deutschland ganz oben grün. Das heißt, Deutschland ist das Land mit dem größten Überschuss. In Milliarden stehen die USA rot, ganz unten rot. Das heißt, das Land mit dem höchsten Defizit. Das ist eine Fehlentwicklung sozusagen, die es auf dieser Welt eigentlich nicht geben dürfte, weil die gesamte Freihandelstheorie unter der Voraussetzung abgeleitet wurde, dass es gar nicht solche Salden gibt, weil Salden wiederum absolute Vorteile widerspiegeln. Darauf komme ich dann gleich. Hier nochmal ein paar Bilder, die man nur so zur Illustration, das sind die Außenhandelssalden der ganz großen Regionen. China hat inzwischen einen sehr geringen Leistungsbilanzsaldo, ein Plus von 1,0. Die USA haben, habe ich schon angesprochen, auch in Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit ziemlichem Abstand einen hohen Leistungsbilanzsaldo, nicht den höchsten in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, aber nur absolut in Dollars. Europa hat einen sehr hohen Überschuss, was in erster Linie an Deutschland liegt. Da kommen wir noch drauf, hoffentlich zu sprechen. Das ist nochmal ein ganz großes Thema. Und dann noch Japan zur Vervollständigung, auch mit einem relativ hohen Plussaldo. Auch das ist nochmal eine Verteilung, wie wir das in dem Atlas gemacht haben, wo man sieht, die roten sind die Defizitländer. Und man sieht hier jetzt sehr schön, Entwicklungsländer sind in der Regel Defizitländer. Ganz Afrika, fast ganz Afrika, bis auf einen ganz kleinen grünen Punkt. Das ist, soweit ich weiß, Angola, Ölexporteur Angola. Alle anderen sind rot und tiefrot zum Teil. Auch Südamerika ist durchweg rot. Das Graue da oben in Nordamerika heißt, Südamerika heißt, es gibt keine verlässlichen Zahlen. Aber ansonsten sind die Ölexporteure, das ist Russland natürlich, das ist Norwegen und das ist dann hier Saudi-Arabien und ein paar Länder hier drumherum, das sind die Ölexporteure, die haben alle Überschüsse. Und dann gibt es eben so seltsame Länder wie hier in der Mitte Europas, die auch grün sind, die auch hohe Überschüsse haben und darunter vor allem von seiner quantitativen Bedeutung her das wichtigste Deutschland. Und das zeigt eben, das wird hoffentlich herauskommen heute Abend, dass Deutschland, das immer über den Freihandel redet, den Freihandel am allerwenigsten von allen Ländern der Welt verstanden hat. Deutschland ist natürlich falsch, sagen wir die deutsche Politik. Es geht heute nicht um Merkelantismus, aber um Merkantilismus. Das ist die Lehre davon, dass man möglichst hohe Überschüsse machen sollte. Und das wird von Frau Merkel ja auch für sehr gut befunden und für richtig befunden, von dieser Regierung generell, von allen Regierungen der letzten 20 Jahre. Gut, das ist eines der Themen, die ich nachher erläutern werde. Reale, effektive Wechselkurse, die Veränderung von Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Ländern, die es eigentlich nicht geben dürfte. Es dürfte alle diese Zacken, diese Veränderung, dürfte es eigentlich nicht geben, wenn der
internationale Handel richtig funktionieren würde. Aber es gibt gewaltige Änderungen und damit gewaltige Verzerrungen auch im internationalen Handel. Das ist überhaupt keine Frage. Ich mache das jetzt ganz sporadisch. Das ist China. Auch da haben wir sehr dran gearbeitet, um ein paar vernünftige Zahlen rauszufinden, was überhaupt sehr schwer ist in dieser Welt, vernünftige Zahlen zusammenzusuchen. Und deswegen ist der Atlas, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Instrument, weil es der Versuch war, alle verlässlichen Zahlen, wichtigen verlässlichen Zahlen mal zusammenzubringen. Das ist dann nochmal der Außenbeitrag Eurozone, Japan, China. Man sieht, die USA sind einfach der ganz große der Schuldner in dieser Welt, denn Defizite in der Leistungsbilanz haben ja mit Schulden zu tun. Das ist jetzt ein Entwicklungsland, das ist ja fast ein typisches Entwicklungsland, aber ein riesiges Entwicklungsland ist Brasilien. Und da ist eben besonders bedeutend, dass Brasilien aufgrund der Verfasstheit sozusagen der internationalen Märkte, der Währungsmärkte, Brasilien ganz fürchterliche Phasen durchlebt hat. Der brasilianische Währung wurde dramatisch abgewertet und sie wurde wieder dramatisch aufgewertet und sie wurde wieder dramatisch abgewertet. Und es hat ungeheure Schäden. Ich war selbst sehr eng mit der brasilianischen Regierung unter Lula in Verbindung, bin sehr oft dort gewesen. Und das in dieser Phase war Lula an der Macht. Das hat unglaubliche Schäden. Diese Aufwertung des brasilianischen Real hat unglaubliche Schäden für Brasilien mit sich gebracht, das total untergeht in der internationalen Diskussion. Das gibt es praktisch nicht. Man schiebt das beiseite. Und das zeigt eben, dass die herrschende Lehre da versucht, sich über solche kritischen Fragen einfach, geht sie einfach hinweg, sie will es einfach nicht wahrhaben. Dieses alles hätte niemals passieren dürfen. Hier sieht man eine dramatische Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit, also der reale effektive Wechselkurs, die Wettbewerbsfähigkeit Brasiliens gegenüber dem Rest der Welt hat sich hier dramatisch verschlechtert. Und das ist einfach eine grandiose Fehlentwicklung. Und dann, erst als die Fehlentwicklung da war, dann hat der brasilianische Real wieder abgewertet und hat ein bisschen davon ausgeglichen. Aber wenn einmal eine Industrie zerstört ist, sozusagen eines Landes, dann kann man sie nicht wieder in 2 Jahren Abwertungen aufbauen. Also, oder noch ein anderes Fall, Ungarn. In Europa klagen wir gerne über Herrn Orban, was wir vergessen, dass Ungarn vor Herrn Orban auch Gegenstand einer gewaltigen Spekulationswelle war, wo das Land dramatisch aufgewertet hat, also Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Man sieht es hier um 30% von 2000 bis 2008. Und dann kam Herr Orban dran, als Reaktion sozusagen auf diesen Irrsinn, den die internationalen Märkte mit dem ungarischen Forint veranstaltet haben. Ja, das nochmal Deutschland. Deutschland ist das größte Land der Welt, das wissen wir, in Anführungsstrichen größte, in Sachen Export. Manche sagen ja, wir sind geborene Exporteure. Exportismus ist ein eigenes Wort gegründet worden dafür, geschaffen worden dafür, was ich für Unsinn halte. Aber Deutschland hat in der Tat mit einem Leistungsbilanzsaldo von 7,1% plus im Jahr 2019, mit Abstand den höchsten Leistungsbilanzüberschuss in Europa und schafft damit ein gewaltiges Problem für alle anderen. Darauf werden wir dann noch eingehen. Ja, und das sieht man auch noch an der letzten Grafik. Das sind die Exporte im Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Man sieht, zu Beginn der Europäischen Währungsunion waren Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien nicht so sehr weit auseinander. Aber dann hat sich Deutschland hier abgehoben. Deutschland hat einen irren Anstieg seiner Exporte am eigenen Bruttoinlandsprodukt erlebt. Und das ist wiederum ein Fall, wo ein Land sich absolute Vorteile, ja, man muss sagen, erschlichen hat. Deutschland hat sich absolute Vorteile erschlichen durch Lohndumping in der Europäischen Währungsunion. Das ist das, was eigentlich total verboten war. Aber es ist gemacht worden und man muss ja nur in die deutsche Presse schauen, dann weiß man, und deutsche Politik schauen, dann weiß man, dass das ein absolutes Tabuthema ist. Und alle Menschen wie ich, die das dauernd ansprechen, sind sozusagen persona non grata. Deswegen lebe ich auch die meiste Zeit in Frankreich vermutlich. Aber es ist tatsächlich so, dass das Deutschland hier eine massive Verzerrung in die Europäische Währungsunion hineingebracht hat. Aber es darf nicht wahr sein, man redet nicht darüber, man verschweigt es einfach.
Gut, damit sind wir, oh, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte wieder zurück. Sind wir bei unseren vier Themen. Und das, um nochmal auf die zweite Frage von Johannes Heinen zurückzukommen. Wie ist das mit der herrschenden Lehre? Ja, man kann jetzt, um an diesem Beispiel zu bleiben, internationaler Handel, man kann jetzt da alles Mögliche kritisieren. Man kann die Punkte, die ich da genannt habe, zum Beispiel aufgreifen. Und man kann sagen, ja, das funktioniert nicht und die WTO ist schlechter als die Welthandelsorganisation und was weiß ich alles. Das muss man sich als junger Mensch überlegen. Da kann man sehr viel kritisieren und es wird auch ganz viel kritisiert. NGOs sind da in Massen unterwegs und kritisieren, was in der WTO passiert und nicht. Man kann aber auch, und das ist mein Zugang und das ist der Zugang, den ich empfehlen würde, man kann aber auch sich konzentrieren auf die Frage, was ist eigentlich in dieser Theorie, in dieser neoklassischen Theorie falsch und problematisch? Dazu muss man sich aber natürlich mit dieser Theorie auseinandersetzen. Ich kann nicht kritisieren, was ich nicht kenne. Und deswegen ist mein Ratschlag an Studenten im ökonomischen Bereich, sage ich mal, ganz weit gefasst, ist tatsächlich, beschäftigt euch mit dieser Theorie, weil nur wenn ihr diese Theorie kennt, dann wisst ihr, was schiefläuft auf dieser Erde. Denn es ist alles in Theorie geleitet. Wir haben nichts anderes. Ne? Ich war in Afrika und in Südamerika und überall, wo der Internationale Währungsfonds und die Weltbank da rumturnen und den Ländern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. In Afrika ist das ganz schlimm. Und woher kommt das alles, was der IWF und die Weltbank sagen? Nun, das kommt aus dieser Theorie. Das kommt von sonst nirgendwoher. Es kommt aus dieser neoklassischen, neoliberalen, wie immer man es nennt, ist egal. Aus dieser Theorie ist es abgeleitet, die politischen Empfehlungen oder die politischen Handlungsanweisungen, muss man schon sagen, sind ja oft keine Empfehlungen, die der Internationale Währungsfonds den Ländern gibt. Und wenn es dann in die Hose geht, dann war es natürlich nicht der Internationale Währungsfonds, sondern waren es natürlich die schlechte Umsetzung in den Ländern und die Korruption und was weiß ich. Alles und Käse wird dann immer erzählt. Aber im Kern geht es um diese Theorie. Wir haben keine Theorie, um es nochmal zu sagen, wir haben keine Theorie der Entwicklung. Und deswegen können wir auch im Grunde mit dieser Theorie keine wirtschaftspolitischen Empfehlungen geben, die erfolgreich sind. Wir waren in Europa, in den USA, in den letzten 70 Jahren, sagen wir, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wir waren tatsächlich auch selbst nur durch Zufall erfolgreich. Nicht systematisch erfolgreich. Die letzten 50 Jahre, seit wir Neoliberalismus haben, seit Mitte der 70er Jahre sozusagen, waren wir extrem unerfolgreich. Warum? Weil wir das System, in dem wir leben, in dem wir arbeiten, überhaupt nicht verstehen. Und das müssen junge Leute ändern. Ich kann da ja nur Anregungen geben, aber junge Leute müssen sich da hineinstürzen und müssen etwas ändern. Gut, fangen wir an mit einem der wichtigsten Vorurteile, ist vielleicht Vorurteile, ja. Ich sage mal Vorurteile, man sagt Theorie, aber ich sage mal Vorurteile. Eines der wichtigsten Vorurteile ist tatsächlich diese sogenannte Theorie der komparativen Vorteile. Was ist das, die Theorie der komparativen Vorteile? Das ist eine Trivialität, eine absolute Trivialität. Man kann die unterschiedlicherweise bebildern. Also nehmen wir eine Firma, wo der Chef, eine IT-Firma, das ist ja heute modern, eine IT-Firma, und der Chef ist ein super Programmierer. Ne? Aber er hat natürlich als Chef einer Firma dann ganz andere Aufgaben, wo er auch super ist. Was sagt sich dieser Chef, der total überlastet ist in dieser Firma, sagt sich nach einiger Zeit, oh, die Programmiererei bin ich zwar der Beste unter der Sonne und ich kriege keinen, der das besser kann als ich, aber ich werde trotzdem einen einstellen und wenn er ein bisschen schlechter ist als ich, der mir die Programmierung macht, weil ich habe ja viele andere Sachen, wo ich ja noch wichtiger bin, wo ich wichtiger bin, als beim Programmieren. Das heißt, dieser Chef hat einen absoluten Vorteil in beiden Feldern, beim Programmieren und als in seinem Chef-Dasein. Aber er gibt eines dieser Felder ab, weil er sagt, ich bin ja voll ausgeladen, ich schaffe das einfach nicht mehr. So, das ist die Theorie der komparativen Vorteile. Eine absolute Trivialität, wie gesagt. Daraus haben die Ökonomen, die herrschenden Ökonomen, in 200 Jahren ein großes Bohai drum gemacht und eine Sache entwickelt, die völlig, völlig neben der Lebenswirklichkeit ist. Denn was heißt das jetzt?
jetzt hat man so getan, im Markt wird sich dann irgendwie, wird sich herausbilden, wer absolute Vorteile hat, wer nur komparative Vorteile hat, also absolute Nachteile hat. Komparative Vorteile sind absolute Nachteile, aber es sind geringere absolute Nachteile als im anderen Bereich. Ne? So, wer also absolute Nachteile hat, aber komparative Vorteile, es wird sich irgendwie herausbilden. Und dann werden die Entwicklungsländer natürlich dauernd irgendwelche tollen Nischen finden, weil ja die Industrieländer, die vielleicht alles besser können, die vielleicht ja überall absolute Vorteile haben, könnte ja sein, die dann abgeben müssen, wie der Chef an den Programmierer, bestimmte Teile, die sie selbst gar nicht mehr bewältigen können. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Entwicklungsländer, man steht das einfach mal zu, es könnte sein, dass die Entwicklungsländer in allen Bereichen absolute Nachteile haben. Und man fragt niemals, ja, wie geht denn der Prozess? Wie geht denn das? Wer sagt denn einem Unternehmen, das zwei Produkte herstellt, wo es beide mal absolute Vorteile hat, dass es das eine Produkt jetzt gefälligst in ein Entwicklungsland verlagern soll? Wer sagt das dem denn? Niemand. Man hofft darauf, dass es irgendwie passiert. Aber warum sollte das passieren? Wenn das Unternehmen absolute Vorteile hat, das heißt, es kann alle anderen Länder der Welt oder alle anderen Konkurrenten der Welt aus dem Feld schlagen und es ist voll beschäftigt. Was macht so ein Unternehmen? Ja, es baut eine zweite Fabrik oder es baut eine dritte Fabrik oder eine vierte. Warum sollte es irgendetwas abgeben? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Eine vollkommen absurde Idee, dass es irgendeinen Mechanismus gibt, wo man das abgibt. Das Einzige, was den Neoklassikern dann eingefallen ist, sie haben gesagt, wenn wie der Chef in der IT-Firma, wenn alle Länder so 100% voll beschäftigt wären, dass sie gar nichts mehr anderes machen könnten und sie auch keine Möglichkeiten hätten zu wachsen, also zu investieren und größere Kapazitäten aufzubauen, dann müsste ja irgendwie automatisch etwas für die Entwicklungsländer abfallen. Eine unglaubliche Absurdität. Ne? Eine unglaubliche Absurdität. Nie ist in den letzten 50, 70, 100 Jahren ein Land so voll beschäftigt gewesen, dass es nicht mehr hätte irgendetwas nachbauen können. Kein Unternehmen wird daran gehindert, eine zweite Fabrik hinzustellen im Norden, um den Süden zu beliefern. Niemand greift da ein. Niemand tut etwas. Und man rennt mit dieser Vorstellung rum und erzählt den Entwicklungsländern, ihr müsst nur darauf warten. Irgendwie habt ihr schon, ihr müsst ja irgendwelche Vorteile haben. Absoluten Nachteile habt ihr vielleicht überall, aber irgendwelche komparativen Vorteile werdet ihr schon haben und die werden euch dann zufallen und die werden euch, auf der Basis werdet ihr euch toll entwickeln. Vollkommener Unsinn. Es ist vollkommener Unsinn. Ich habe vor 30 Jahren auch noch gesagt, ja, man muss das ein bisschen vorsichtig sehen und so und es ist nicht so einfach. Nein, es ist Unsinn. Ich werde komischerweise im Alter immer radikaler. Man sagt ja, Menschen im Alter werden milder, ich werde immer radikaler. Weiß nicht, woran das liegt, aber es ist vollkommener Unsinn. Es ist einfach Unsinn. Und man muss Unsinn auch Unsinn nennen. So. Was denn ist denn das, was den internationalen Handel leitet? Nun, das ist furchtbar einfach. Das sind immer absolute Vorteile. Jeder, der einen Vorteil hat, handelt. Und hat vielleicht Erfolg, weil er Vorteil hat. Aber er hat einen absoluten Vorteil. Er ist billiger als dein Konkurrent. Und nur darauf kommt es an. Paff. Das ist alles. So, und jetzt müssen wir uns ja nur fragen, wenn absolute Vorteile absolut entscheidend sind für den Handel und für den Vorteil, den man im Handel hat, oder für den Nutzen, den man aus dem Handel zieht, wie sind denn jetzt diese absoluten Vorteile, woher kommen die und wie sind die verteilt auf der Welt? Und da müssen wir einen kleinen Augenblick und zurücklehnen, ein bisschen nachdenken, was vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt ist, aber das kann man dann vielleicht mal nachlesen. Es ist einfach so, woher kommt der absolute Vorteil eines reichen Landes oder der absolute Vorteil eines armen Landes? Das kann man sich ableiten dadurch, dass man anschaut, wie hoch ist die Produktivität. Nicht entscheidend für das, was ja für die Effizienz unserer Arbeit ist, die Arbeitsproduktivität. Wie produktiv können wir mit Arbeit umgehen? Ne? Und jetzt mache ich mal ein einfaches Beispiel. Wie hoch ist die Produktivität in Deutschland? Nun, pro Stunde gerechnet, da ist es am anschaulichsten. Also pro Stunde stellen wir in Deutschland so irgendwas
in der Größenordnung von 60, sagen wir 60 oder 80, ist egal, 80 Euro her. 80 Euro pro Stunde ist die Arbeitsproduktivität in Deutschland. So, wenn wir jetzt ein Entwicklungsland haben, das wesentlich weiter zurückhängt, was ja gar nicht seine Schuld ist. Entwicklungsländer sind ja nur Länder, die weiter zurückhängen. Die haben nichts falsch gemacht, systematisch von vornherein, sondern es sind Länder, die aus irgendwelchen geschichtlichen Zufällen oder sonst etwas nicht das Glück hatten, sich früh genug ein System zu finden, mit dem sie überhaupt sich hätten entwickeln können. So, nehmen wir ein Entwicklungsland, das, wo die Produktivität, und das ist ja absolut realistisch, sagen wir Bangladesch oder wer auch immer, wo die Produktivität nicht 80 Euro pro Stunde ist, sondern vielleicht nur 10 Euro pro Stunde. So, jetzt ist die Frage, wer hat jetzt einen Vorteil? Das Land mit den 80 Euro oder das Land mit den 10 Euro? Denn die Produktivität alleine entscheidet ja nicht darüber, ob ich ein Produkt billig verkaufen kann, sondern ich muss ja meine Kosten dazu rechnen. Die Produktivität und die Kosten entscheiden darüber, ob ich etwas verkaufen kann, weil das ist das, was am Ende über die Preise entscheidet. Und Preise sind absolut entscheidend. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Das sind Preise, das Entscheidende. Alles andere ist Schall und Rauch. Die Preise sind das Entscheidende. Und jetzt stellt sich die Frage, nun, was ist der wichtigste Kostenfaktor in jeder Volkswirtschaft? Und das ist furchtbar einfach, muss man nicht lange diskutieren. Das ist Arbeit. Arbeit ist aus vielen Gründen, können wir nachher diskutieren, immer der absolut wichtigste Kostenfaktor. Und wir reden über die Arbeitsproduktivität und die Kosten für Arbeit. So. Und dann haben wir schon die entscheidende Relation, nämlich die Frage, so, wie hoch sind jetzt die Löhne in dem reichen Land und wie hoch sind die Löhne in dem armen Land? Und da greifen wir jetzt mal eine empirisch halbwegs gesicherte Relation heraus. Wir sagen, die Lohnquote in beiden Ländern liegt etwa bei 50%. Das heißt, die Arbeitnehmer bekommen im reichen Land 40 Euro pro Stunde. Und im armen Land bekommen sie 5 Euro pro Stunde. Dann haben wir eine Annäherung an die Frage, wie hoch, wer hat absolute Vorteile oder gibt es irgendwo einen Gleichstand? Und in meinem Beispiel habe ich jetzt mal eine Welt geschaffen, wo die absoluten Vorteile nicht, wo keine absoluten Vorteile vorhanden sind. Warum? Weil in beiden Ländern die Lohnkosten, die Lohnstückkosten, die Kosten pro Stunde Arbeit sozusagen, die heißen komischerweise Lohnstückkosten, wollen wir jetzt auch nicht lange drüber streiten. Die Lohnstückkosten, wo in beiden Ländern sind die, nämlich genau 0,5. Ne? Das ist eine dimensionslose Größe, das sind 0,5. Das heißt, die Kosten sind in beiden, dem reichen Land und dem armen Land, gleich. Also a priori haben die nicht unbedingt absolute Vorteile. Niemand hat absolute Vorteile, wenn solange diese Relation ungefähr so ist, wie ich sie jetzt aufgezeigt habe. Das ist ja wieder gut für die Entwicklungsländer, denn das gibt ihnen ja sozusagen die Chance, wenigstens ein paar Produkte wettbewerbsfähig zu produzieren und international an den Markt zu bringen. Aber das ist der einzige Grund, nichts mit komparativen Vorteilen oder so, sondern wenn sie ein paar Produkte haben, die in dem Industrieland nun aus irgendwelchen Gründen nicht produziert werden, meistens geht es um Rohstoffe, dann können sie die tatsächlich in der Welt verkaufen. Aber die große Frage ist natürlich, haben wir Verhältnisse, wo diese absoluten Gleichheit, die Kostengleichheit zwischen einem reichen und armen Land in meinem super simple Modell, wo das tatsächlich auch in der Wirklichkeit sich heutzutage widerspiegelt. Und die Antwort ist, nein, das haben wir nicht. Und genau das ist, was ist die Mindestvoraussetzung, die wir haben müssten, um überhaupt über internationalen Handel als ein vernünftiges, sinnvolles, effizientes System zu reden, wäre, dass wir ein globales System hätten, was dafür sorgt, dass diese prinzipielle Kostengleichheit, ne, die prinzipielle Kostengleichheit, dass die sich auch tatsächlich in den Preisen auf dem Weltmarkt widerspiegelt. Das würde aber etwas Einfaches voraussetzen. Nun, das würde voraussetzen, dass wir ein Währungssystem haben, das genau die unterschiedlichen absoluten
Vorteile oder Nachteile, die sich ergeben mögen, erkläre ich gleich, die das ausgleicht. Wir machen jetzt mal einen einfachen Fall. Wir sagen, in unserem Ausgangspunkt haben wir das, was wir gerade eben hatten. Die Lohnstückkosten sind 0,5. Aber nun passiert es auf der Welt, und es passiert ja laufend, dass in einem Land die Lohnkosten stärker steigen als die eigene Produktivität. Nehmen wir an, in einem Entwicklungsland steigen die Löhne um 10% und die eigene Produktivität steigt nur um 5%. Dann steigen diese Lohnstückkosten, über die ich vorhin geredet habe, die steigen dann um 5%, mal primitiv gerechnet, 10 minus 5, steigen um 5%. Wenn jetzt im reichen Land die Produktivität um 4% steigt und die Löhne steigen nur die Produktivität um 2% steigt und die Löhne steigen um 4%, dann steigen im reichen Land die Lohnstückkosten nur um 2%, im armen Land, obwohl die Produktivität stärker steigt, obwohl es eigentlich also eine gute Ausgangsbasis hat, um sich anzugleichen an das reiche Land, weil es real gesehen im Sinne von Verbesserung des Lebensstandards aufholt, weil seine Produktivität stärker steigt. Warum das ist, erkläre ich auch gleich. Dann kann es trotzdem sein, dass wegen einer höheren Inflation, und das ist in der Tat die Regel in dieser Welt, eine höhere Inflation im Entwicklungsland, das Entwicklungsland Jahr für Jahr jetzt gegenüber unserem Industrieland in diesem Beispiel 3% im Nachteil ist. Jedes Jahr 3% sind in 10 Jahren, richtig gerechnet, viel mehr als 30%, nämlich 35% oder sowas. Und das ist ein massiver Nachteil. Das heißt, wir müssten ein System haben, das dafür sorgt, dass Inflationsdifferenzen zwischen einem reichen Land und einem armen Land auch ausgeglichen werden. Also wenn wir in Entwicklungsländern Produkte hätten, was, wie gesagt, sehr theoretisch ist und nicht keineswegs gesichert ist, wenn wir da Produkte hätten, die sich verkaufen können und von der Ausgangsbasis her die Kostensituation etwa so gleich wäre wie im reichen Land, dann müssten wir immer noch ein Währungssystem haben, das dafür sorgt, dass entstehende Inflationsdifferenzen, aus welchen Gründen auch immer, so ausgeglichen werden, dass diese Gleichheit der Kosten in unserem Ausgangsfall, dass die bestehen bleibt. Und das gibt es überhaupt nicht. Wir haben vorhin gesehen, Brasilien hat massiv aufgewertet, seine Währung hat aufgewertet, obwohl es höhere Inflationsraten hatte. Ein richtiges System müsste ja ein System sein, bei dem ein Land mit einer höheren Inflation, wie in unserem Beispiel vorhin mit dem Entwicklungsland, dass die Währung dieses Landes müsste abwerten. Wenn ein Entwicklungsland eine Inflation von 5% hat und ein Industrieland hat eine Inflation von 2%, dann müsste, damit das System überhaupt funktionieren kann, müsste das die Währung des Entwicklungslandes jedes Jahr um 3% abwerten. Dann hätten wir so ungefähr gleiche Voraussetzungen. Also dann hätten wir, ich will das nicht überziehen, weil es ist dann immer noch sehr schwierig mit den Strukturen und allem, aber dann hätten wir wenigstens von der makroökonomischen Seite die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt über so etwas wie effizienten, überhaupt über sinnvollen Handel reden können. Nur das ist überhaupt nicht gegeben. Es ist überhaupt nicht gegeben. Die Währungsrelationen sind total chaotisch, werden chaotisch bestimmt. Die werden an Kapitalmärkten bestimmt. Und an Kapitalmärkten, wir erleben es diese Tage, man muss ja nur dieses GameStop angucken, da was in den USA los ist, was ein Irrsinn da passiert. Wir müssen nur die Finanzkrise angucken, welcher Irrsinn da passiert ist an diesen Kapitalmärkten. Diesen Kapitalmärkten überlassen wir jetzt einfach mal die Bestimmung der Währungsrelation und sagen, das ist aber das, was wir brauchen, und da kommt vernünftiger Freihandel raus. Da kommt nichts raus, da kommt Unsinn raus. Und das ist ein Thema, was die herrschende Ökonomik völlig beiseite schiebt. Das wollen sie einfach nicht hören. Das ist einfach nicht wahr. Kein Mensch redet darüber, gibt doch keine Literatur darüber. Niemand interessiert niemanden. Obwohl es ein glatter Verstoß gegen alle ihre grundlegenden Ideen über den Freihandel ist. Ich war selbst, als ich hier bei UNCTAD gearbeitet habe, ich sage hier, weil ich bin dann immer noch in der Nähe von Genf, als ich hier in Genf bei der UNCTAD gearbeitet habe, haben wir selbst diesen Brasilien-Fall. Brasilien hat in der WTO aus seinem eigenen Fall eine große Geschichte machen wollen, hat ein Seminar gehalten,
hat den Internationalen Währungsfonds, die OECD, die Weltbank und UNCTAD eingeladen, immer die Chefvolkswirte, um dieses Problem zu diskutieren. Und was war das Ergebnis? Ich war dort für UNCTAD. Und erst kam der IWF, der hat gesagt, ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Also es ist aber sehr schwer zu verstehen, es ist sehr komplex, wir haben noch nicht genug Untersuchungen, wir wissen nicht genau. Und dann kam der Weltbank-Chefvolkswirt und sagte, ja, mein IWF-Kollege hat vollkommen recht, es ist wirklich, wirklich sehr komplex, wir verstehen es noch nicht. Und dann kam die OECD, der OECD-Chefvolkswirt und hat gesagt, ja, also ich kann nur zustimmen, meine Kollegen, es ist wirklich super komplex. Wir wissen einfach nicht, was da im Einzelnen passiert. Und dann kam Heiner Flassberg und hat gesagt, was da passiert, ist furchtbar einfach. Da wird spekuliert. Es wird mit Währung spekuliert. Es gibt Carry Trade, heißt es. Das muss man sich einfach mal nachlesen. Will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Steht auch sehr schön erklärt in unserem Atlas. Es gibt Carry Trade. Und bei diesem Carry Trade sind Hedgefonds und andere dauernd zugange, die carrying money, die tragen also Geld von Japan, wo es Nullzinsen gibt, nach Brasilien, wo die Zinsen noch relativ hoch sind. Und das Ergebnis dessen ist, dass die brasilianische Währung aufwertet. Und dann hat der brasilianische Finanzminister sogar davon geredet, es gäbe einen Währungskrieg gegen Brasilien. Und auf dieser ganzen Welt hat niemand reagiert. Der deutsche Finanzminister schon gar nicht. Aber der amerikanische hat gesagt, da haben wir noch nichts von gehört, wissen wir nicht. Und wie gesagt, die anderen haben gesagt, es ist alles sehr komplex, wir verstehen es noch gar nicht. Und dann war das Thema tot. Und dann war aber auch die brasilianische Regierung tot, was dann ja wiederum ganz gut war, nämlich in den Augen vieler, weil es ja eine sozialistische, in Anführungsstrichen, Regierung war. Dass die da weggeputscht wurde, war dann völlig in Ordnung sozusagen. Da hat doch der Markt etwas Gutes geleistet. Ja, ich kann da nur noch zynisch werden. Ne? Also, so laufen die Dinge auf dieser Welt. Und dann tun wir so, als seien wir... Sei es irgendwie das System, ja, Freihandel ist doch das Wichtigste überhaupt. Und nun kommt der tollste deutsche Fall, bevor ich dir Direktinvestitionen noch erklären will. Ja, was ist mit dem deutschen Fall? Warum hat Deutschland so hohe Leistungsbilanzüberschüsse? Weil wir so gut sind, oder? Kann ja nur sein, weil wir so gut sind. Wir sind halt super, wir sind halt geborene Exporteure. Nein, wir haben uns absolute Vorteile erschlichen. Nun, wir haben die ersten 10 Jahre in der Europäischen Währungsunion die Löhne eben nicht so erhöht, wie man sie hätte erhöhen müssen, um das europäische Inflationsziel zu erreichen. Wir haben Lohndumping betrieben und haben dadurch einen absoluten Vorteil gegenüber den anderen Europäern von 20-25% erzielt, der uns diesen riesen Leistungsbilanzüberschuss beschert hat. Und das ist nicht nur in Europa passiert, sondern Frankreich hat zum Beispiel gegenüber Deutschland in Brasilien, in China ganz ungeheuer viel verloren, weil China für Frankreich schon immer traditionell ein ganz wichtiger Markt war. Auch Italien hat massiv verloren, dadurch, dass Deutschland sich diesen absoluten Vorteil erschlichen hat, sozusagen in der Europäischen Währungsunion. Das war der fundamentalste Verstoß gegen die Regeln, die sinnvollen Regeln der Währungsunion, muss man sagen, den man sich vorstellen kann. Aber wie gesagt, kein Thema, kein öffentliches Thema. Deutschland muss immer wieder dafür bezahlen. Jetzt wie letzten Sommer, wenn immer eine Krise ist in Europa, muss Deutschland 100 Milliarden hinschmeißen, damit die anderen wieder nicht über dieses Skandal reden. Aber ansonsten in Deutschland ist das kein Thema. Und Deutschland stellt sich dann noch hin und sagt, wir halten den Freihandel hoch. Und der Trump war ein böser Protektionist. Ich will nicht Trump verteidigen, um Gottes Willen, aber Trump hat einen richtigen Punkt gehabt. Er hat gesagt, die Deutschen haben zu hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Da hat er vollkommen recht. Hohe Leistungsbilanzüberschüsse haben mit dem internationalen, mit dem Freihandel überhaupt nichts zu tun. In den klassischen Vorstellungen war es eben genauso, dass alle absoluten Vorteile nicht existent sein sollten. Es sollte ja über komparative Vorteile des Systems gesteuert werden, aber nicht über absolute Vorteile und schon gar nicht über absolute Vorteile von Ländern, die ohnehin schon reich sind und auch noch im Detail in vielen Einzelmärkten absolute Vorteile haben. Aber wir tun so, als seien wir die Freihändler und der böse Trump war der Protektionist. Es gibt unzählige Artikel, in denen Trump als Protektionist beschimpft wurde und Deutschland als Freihändler. Es ist genau umgekehrt. Deutschland ist Merkantilist. Merkantilismus ist die dümmste Lehre aller Zeiten. Das ist nämlich die
vor 300 Jahren, vor Beginn der eigentlichen Ökonomik, gegen die sich dann auch diese klassischen Ökonomen gewandt haben. Merkantilismus ist der Versuch aller Länder, Überschüsse zu bilden, weil Überschüsse uns ja einen Vorteil bringen. Sie bringen tatsächlich einen Vorteil. Wir haben natürlich massiv Arbeitsplätze gewonnen durch den Exportüberschuss und die Franzosen und Italiener haben verloren. Aber wenn das alle Länder tun, kann es irgendwie ja nicht funktionieren, ne? Denn die Welt hat ja keinen Überschuss. Gegenüber wem soll die Welt denn einen Überschuss haben? Die Welt ist nun mal ausgeglichen. Man braucht immer Länder, die Defizite haben. Und deswegen muss man in einer vernünftigen Welt mit diesen Defizitländern reden. Man muss sie am Leben lassen sozusagen, denn es sind ja die eigenen Kunden. Man kann nicht die eigenen Kunden zerstören, sondern man muss ihnen eine Chance geben. Das gilt insbesondere für die Entwicklungsländer. Es gilt aber auch eben im Verhältnis der Industrieländer untereinander. So, jetzt haben wir schon gelernt, dass es ganz viele, ganz große Probleme gibt. Jetzt will ich noch wiederum ein Problem angehen, die Frage der Direktinvestitionen, von dem man, wenn man einen Augenblick nachdenkt, nicht glauben kann, dass es völlig ignoriert ist. Es wird in der Literatur, der ökonomischen Literatur, vollkommen ignoriert, obwohl es ein massiver Widerspruch zur Freihandelstheorie ist. Was ist eine Direktinvestition? Nun, Direktinvestition kann man sich am einfachsten so vorstellen: Ein deutsches Unternehmen geht nach China. Es sind ja unendlich viele westliche Unternehmen nach China gegangen in den vergangenen 30 Jahren und produzieren von China aus und liefern von China aus, beliefern von China aus die Welt. Ne? Nur mal beiseite gesprochen, wenn man heute darüber redet, China mache seinen Markt nicht auf für westliche Unternehmen, ist das einfach absolutes dummes Zeug. Ne? China hat seinen Markt unglaublich aufgemacht in den letzten 30 Jahren, mehr als irgendjemand anderes. Wenn die Chinesen jetzt sagen, ja, jetzt wollen wir nicht noch zusätzliche westliche Unternehmen haben, wir haben ja schon das ganze Land voll, sondern man muss jetzt auch mal dafür sorgen, dass die chinesischen Unternehmen sich entwickeln können, dann ist das Normalste von der Welt. Aber daraus wird jetzt wieder ein Protektionismus gemacht und ein böses China, das sich abschottet gegenüber dem Rest der Welt, obwohl fast alle deutschen Firmen dort eine Niederlassung haben, die für die Welt produziert. Aber es schottet sich ab. Also, Unsinn. Direktinvestitionen. Warum tut das nun ein deutscher Unternehmer? Warum geht der nach China? Auch das ist ja furchtbar, furchtbar trivial. Tja, weil es billiger ist, aus China zu produzieren. Ja, warum ist es billiger, aus China zu produzieren? Ja, weil man in China einen absoluten Vorteil hat. Warum hat man in China einen absoluten Vorteil? Nun, weil in China die Löhne niedriger sind. Was tut also ein deutscher Unternehmer, der nach China geht? Der nimmt seine Fabrik, wie sie hier steht, in Buxtehude und baut sie in Shenzhen oder wo immer in China auf. Genau die gleiche Fabrik, vielleicht noch besser, vielleicht noch schöner. Egal, jedenfalls genau die gleiche Technik, die er in Deutschland hat, die hat er ja schon, die muss er nur duplizieren, die stellt er in China auf. Dann hat er, um bei unserem vorherigen Beispiel zu bleiben, in China sozusagen eine Produktivität von 80 Euro pro Stunde. Ne? Aber dann stellt er natürlich nur Chinesen ein, er stellt ja keine Europäer ein. Er stellt nur Chinesen ein, die Chinesen kosten nun mal nur 20 Euro pro Stunde. Die deutschen Arbeitnehmer kosten 40, das sind alles neu gegriffene Zahlen jetzt, alles nicht ernst nehmen. Aber so ungefähr sind die Relationen da vielleicht. Und in China, früher waren noch viel niedriger, ist jetzt vielleicht der Lohn so 20 Euro pro Stunde. Und was passiert dann? Dann hat er natürlich einen wunderbaren, absoluten Vorteil sich geschaffen, denn seine Lohnstückkosten sind ja sozusagen um die Hälfte gestiegen, weil er jetzt 80 Euro Produktivität hat, jedenfalls bringt er die so rüber und die wird er dort auch realisieren können und er muss nur 20 Euro Lohn bezahlen im Vergleich zu Deutschland, wo er 40 Euro Lohn bezahlen müsste, also sein absoluter Vorteil ist ganz ungeheuer groß. Und wenn er jetzt noch in ein noch ärmeres Land geht, dann wird der absolute Vorteil noch größer. Ne? Und in China vor 30 Jahren war natürlich viel ärmer und da waren die absoluten Vorteile so groß, die man hatte, wenn man nach China ging, dass es gar nicht mehr aussprechbar ist. Da war noch ein Zehntel, da hatte man ein Zehntel des Kostenniveaus, wenn man die westliche Produktivität dorthin gebracht hat.
Nun kann man sagen, das ist ja gut. Für die Entwicklungsländer ist es gut. Kommen wir gleich noch drauf. Ich bin da auch gar nicht dagegen, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, was es bedeutet. Aber nun fragt man sich ja, was ist denn jetzt da mit der neoklassischen Theorie, mit der Freihandelstheorie? Was sagt denn die Freihandelstheorie dazu? Und die Antwort ist, die Freihandelstheorie sagt nichts dazu. Die weiß einfach nichts dazu. Zu dem größten Phänomen, das wir in den letzten 30 Jahren hatten, nämlich Direktinvestitionen von nördlichen Ländern in südliche, um dort mit hohen absoluten Vorteilen in die Welt zu exportieren, weiß die Freihandelstheorie nichts. Und warum weiß sie nichts? Das kann man auch wieder leicht erklären, weil es neoklassische Theorie ist. Und was sagt die neoklassische Theorie? Das ist, früher gab es da mal ein schönes Beispiel, wo Sinn, den kennen Sie wahrscheinlich alle, der mit dem Rauschebart. Sinn hat sich gewundert, dass die deutschen Unternehmen nach der Eröffnung des Ostblocks nach Polen gegangen sind und dort die gleiche Fabrik wie im Westen aufgebaut haben. Denn das hätten sie eigentlich nicht dürfen, nach seiner Theorie. Warum hätten sie das nicht dürfen? Nun, weil die neoklassische Theorie ja etwas ganz anderes sagt. In der neoklassischen Theorie, damit sind wir wieder bei einer Absurdität der neoklassischen Theorie, die für den Arbeitsmarkt wichtig ist, die ich jetzt aber nur mal an diesem Beispiel mal erkläre, jetzt nicht generell, aber das ist ein ganz zentraler Knackpunkt, Schwachpunkt der neoklassischen Theorie. Die neoklassische Theorie würde nämlich sagen, wenn ein deutscher Unternehmer sich entschließt, in Polen zu produzieren, dann dupliziert er nicht seine Fabrik, also die Fabrik, die er schon in Deutschland hat, sondern, er ist ein ganz schlauer Bursche, er merkt nämlich, in Polen sind die Löhne niedriger und dann sagt ihm die neoklassische Theorie, wenn die Löhne niedrig sind, musst du arbeitsintensiver produzieren. Da darfst du gar nicht so kapitalintensiv produzieren wie in dem Land, wo die Löhne höher sind, in Deutschland. Du musst also eine neue Technik erfinden, eine primitivere Technik, die du vielleicht vor 20 Jahren angewendet hast, und die baust du in Polen auf. Und wenn du die aufgebaut hast, dann hast du keinen absoluten Vorteil mehr. Da sagt der Unternehmer, aber ich will ja absoluten Vorteil. Da sagt die Theorie, nein, du darfst gar keinen absoluten Vorteil haben, weil absolute Vorteile sind ja in der Theorie verboten. Theorie verbietet dir, absolute Vorteile zu haben, weil sonst wäre die Theorie ja nicht gültig. Was sagt da der Unternehmer? Da sagt er, die Theorie ist mir scheißegal. Ich will ja Geld verdienen. Ne? Wenn ich nach Polen und nach China gehe, will ich Geld verdienen. Und wenn ich dort viel Geld verdienen kann, weil ich riesige absolute Vorteile habe, dann mache ich das doch, da ist mir doch die Theorie egal. Und genauso ist es gewesen. Und Herr Sinn hat es gar nicht verstanden, hat nicht verstanden, warum die jetzt dort die gleichen Fabriken aufbauen, weil das war ja gegen die Theorie. Aber so absurd ist diese Theorie. Ne? Nur machen wir uns nichts vor. Das ist die Theorie, die uns tagtäglich beherrscht. Das ist die Theorie, die uns tagtäglich beherrscht durch unsere wunderbare Regierung, die natürlich an nichts anderes glaubt als an diese Theorie. Werden wir sozusagen, haben wir überhaupt keine Chance, uns von diesem Irrsinn zu emanzipieren, weil der Irrsinn ist unsere Politik. Unsere Politik ist dieser Irrsinn. Gut. Es gibt also Direktinvestitionen. Was heißt das dann? Nun, das heißt natürlich, es gibt, ist einerseits für die Entwicklungsländer ist es eine große Chance. Machen wir uns nichts vor. Für die Entwicklungsländer ist es zunächst eine Chance, denn sie können natürlich aus ihrem Land heraus exportieren Produkte, die sie aus eigener Kraft erstmal nicht können. Aber, das große Aber ist natürlich, der westliche Unternehmer, der in China absolute Vorteile hat, der hat ja auch Vorteile gegenüber den chinesischen Unternehmen, machen wir uns nichts vor. Denn die chinesischen Unternehmen im Land sind ja viel weniger produktiv als er. Das heißt, die haben zwar niedrige Löhne, aber die haben ja auch niedrige Produktivität. Deswegen sind die Löhne so niedrig in China. Also hat er auch gegenüber den chinesischen Unternehmen einen Vorteil und das ist das chinesische Problem. Denn die Chinesen können eigentlich gar keine eigenständigen Unternehmen aufbauen, weil die westlichen Unternehmen sind ja so super wettbewerbsfähig, dass sie jedes chinesische Unternehmen weghauen. Nur das gibt es bei uns alles nicht. Ne? Wenn der Chinese jetzt sagt, die chinesische Regierung sagt, wir wollen auch ein paar Unternehmen haben, ein paar chinesische Unternehmen haben, dann sagen wir, oh, das dürft ihr nicht, das ist ja ein Eingriff in die Marktwirtschaft. So absurd ist das, stellt sich mal vor. Natürlich muss China dafür sorgen, dass es auch eigene Unternehmen hat. Und es muss die eigenen Unternehmen schützen gegenüber die Unternehmen, die es selbst ins Land gelassen hat. Nur kann man auch sagen, hätten die Chinesen das nicht anders machen können? Ja, die hätten
es gibt Beispiele dafür, dass man das auch anders machen kann. Die Chinesen haben es nur mal über Direktinvestitionen gemacht. Aber Entwicklung geht immer über die Anwendung westlicher, nördlicher Technologie bei den niedrigen Löhnen, die man selbst noch hat. Das hat immer so stattgefunden. Das heißt, immer über das Schaffen von absoluten Vorteilen. Es ist nur in unterschiedlicher Weise gegangen. Und es gibt aber auch nicht so viele Länder. Ich will jetzt mal drei Beispiele nennen. China ist das eine, haben wir schon abgehandelt. Da ging es jetzt über Direktinvestitionen. Das zweite Beispiel eines sehr erfolgreichen Landes ist offensichtlich Japan. Japan hat ja auch massiv aufgeholt sein in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und wie haben die Japaner das gemacht? Nun, die haben es nicht über Direktinvestitionen gemacht. Da gab es praktisch keine Direktinvestitionen. Die Japaner haben es anders gemacht. Die haben die Technologie sich gekauft. Und wer hat sie gekauft? Nun, der Staat. War auch keine Marktwirtschaft. Mit Marktwirtschaft absolut nichts zu tun, weil es in der Marktwirtschaft gar nicht funktionieren würde. Sondern der Staat hat dafür gesorgt, dass Technologie ins Land kam. Und man hat sich abgeschottet mit hohen Zöllen für lange Zeit, damit man die eigene Industrie aufbauen konnte. Nur Abschottung ist ja verboten. Ne? Und da gibt es einen dritten schönen Fall, Korea. Korea war es ganz genauso. Korea hat sich massivst abgeschottet, hat irre Mauern gehabt. Korea hatte zu den Zeiten, wo es eine eigene Autoindustrie aufgebaut hat, Zölle auf westliche Autos, Mercedes und alle Deutschen inklusive, von 400%. Das heißt, die waren viermal so teuer in Korea wie hier. Und niemand hat etwas dagegen gesagt. Warum hat man nichts dagegen gesagt? Nur aus einem einfachen Grund. Weil die Amerikaner wollten, dass Japan und Korea erfolgreich sind. Deswegen hat man denen das erlaubt, das zu tun. Das ist völlig klar. Aber es hat mit Marktwirtschaft, mit Entwicklung aus sich heraus oder so nichts, absolut nichts zu tun. Und jetzt gehen wir mal nach Afrika. Was passiert in Afrika? Erlaubt man heute irgendeinem Land in Afrika, seine Grenzen zuzumachen und sich aus sich heraus zu entwickeln, damit es auch eigene industrielle und andere Kapazitäten aufbauen kann? Null. Nicht mehr in der Landwirtschaft erlaubt man es diesen Ländern, sich zu entwickeln, sich vernünftig zu entwickeln. Sondern wir sagen ihnen, nein, ihr macht eure Grenzen auf und dann ist alles gut. Ne? Dann fallen euch die komparativen Vorteile in den Schoß. Und dann werdet ihr euch entwickeln, strahlend, wunderbar entwickeln. Und das Ergebnis ist nichts. Außer da, wo man ein bisschen Rohstoffe hat, da passiert was, weil man die Rohstoffe dann verscherbeln kann im Westen und Norden. Aber sonst passiert nichts, weil es ja gar keine Chance gibt. Was soll denn ein afrikanischer Bauer, der noch mit dem Spaten auf dem Feld steht und seinen Acker umgräbt von Hand, wie soll der denn konkurrieren mit Landmaschinen, die inzwischen GPS haben und ferngesteuert riesige Felder beackern? Es ist vollkommen unmöglich. Es wird auch in 100 Jahren noch vollkommen unmöglich sein. Es gibt keinen komparativen Vorteil, den man diesem Land geben könnte, wenn man ihm nicht erlaubt, seine Grenzen zuzumachen und zu sagen, produziert erstmal euer Zeug alleine und wir helfen euch dabei, euer Zeug alleine zu produzieren. Und dann, wenn ihr es alleine produziert habt, wenn ihr da Kapazitäten geschaffen habt und so langsam euch an die absoluten Kostenniveaus herangearbeitet habt, die man international braucht, dann könnt ihr auch eure Zölle wieder abbauen. Aber vorher braucht ihr einen Schutz, weil sonst geht es niemals. Aber das gibt es alles nicht, sondern wir sagen diesen Ländern, nein, macht eure Märkte auf und dann ist es gut, dann werdet ihr sehen, das ist dann ganz toll. Denn was passiert? Dann kommt die westliche Ware ins Land und dann kauft ihr schöne westliche Waren, die könnt ihr zwar nicht bezahlen, aber das macht nichts, weil bezahlen müsst ihr die ja nicht, sondern ihr kriegt dann von uns Kredite. Und diese Kredite nennen wir dann Kapitalflüsse, dann fließt den Entwicklungsländern Kapital zu und dann sagen wir so, mit dem Kapital, mit dem ihr jetzt unsere Importe kauft, da könnt ihr dann auch noch investieren. Wie man das machen soll, weiß man nicht. Man hat doch Geld ja schon ausgegeben für die Importe der westlichen Länder. Wie soll man damit noch investieren? Aber das ist tatsächlich die Theorie, die ich jetzt auch nur mal ganz kurz noch anspreche, damit man sieht, wie irrsinnig das gesamte Konstrukt ist. Man sagt den Ländern, ihr habt dann Kapitalflüsse und diese Kapitalflüsse helfen euch, euer Land zu entwickeln. Warum braucht ihr Kapitalflüsse? Nur weil ihr habt ja selbst kein Kapital. Warum habt ihr selbst kein Kapital? Nur weil ihr arm seid.
Denn arme Leute, die können nicht sparen. Und wir wissen, 200 Jahre neoklassische ökonomische Theorie, um zu investieren, muss man erst sparen. Und wenn man nicht sparen kann, kann man auch nicht investieren. Und wenn man nicht investieren kann, kann man sich nicht entwickeln. Also braucht ihr unser Kapital, um zu sparen und zu investieren. Und das ist der allergrößte Unsinn. Ne? Das ist der allergrößte Unsinn von allen. China hat nie Kapital per Saldo importiert. Auch Japan hat praktisch nie Kapital importiert. Die hatten nämlich immer Leistungsplatzüberschüsse. Die haben immer Kapital per Saldo exportiert und haben sich trotzdem entwickelt. Ja, warum? Weil diese ganze Theorie Schwachsinn ist. Ich will das jetzt nicht erläutern. Da gibt es lange Abhandlungen drüber. Kann man alles nachlesen. Können wir auch nochmal eine Veranstaltung machen, gerne über Sparen und Investieren. Aber es gibt diesen Zusammenhang nicht, sondern Kapital bildet sich im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung. Und dieses Kapital kann jedes Land bilden, wenn es vernünftige Voraussetzungen hat, dafür sich zu entwickeln. Und die vernünftigen Voraussetzungen dafür, sich zu entwickeln, ist, dass man im Inland vernünftige Bedingungen hat, die ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal erklären werde, die aber sehr viel mit dem Arbeitsmarkt und mit Löhnen zu tun haben, aber die auch dafür sorgen, dass ich im Außenhandel überleben kann, wenigstens überleben kann, dass ich keine Defizite habe, sondern dass ich Überschüsse habe. Denn was war die Folge immer dieser wunderbaren Kapitalzufuhr aus dem Norden in den Entwicklungsländern? Nun, sie haben, ja, wer Kapital bekommt, macht natürlich Schulden. Und was passierte? Nun, über kurz oder lang hatten wir komischerweise eine Schuldenkrise. Ja, weil die Länder, wenn sie nichts verdienen, wenn sie Güter importieren und dafür Kredite aufnehmen, wo soll denn da rauskommen, dass sie irgendwie sich entwickeln können? Das ist vollkommen unmöglich. Und es ist auch tatsächlich so gewesen. Und dann machen wir Schuldenkrise und dann machen wir Schuldenkonferenz und dann erlassen wir großzügig ein paar von diesen blöden Schulden und dann sind wir die Helden und dann können die Entwicklungsländer so weitermachen und können sie wieder neue Schulden machen. Weil sie müssen ja Schulden machen, weil ohne Schulden gibt es ja keine Entwicklung. Ja, das ist die Theorie nicht nur des internationalen Handels, das ist die Theorie insgesamt, mit der wir zu tun haben. Nur machen wir uns nichts vor, diese Theorie hat sich wunderbar immunisiert gegen Kritik, weil sie sich in einen Kunstraum begeben hat, in künstliche Modellierung, Gleichgewichtsmodelle und was weiß ich, wo man eigentlich gar nicht mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat, wo es nicht mehr um die Wirklichkeit geht. Man muss sich gar nicht mehr mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Ich kann nur empfehlen, das wunderbare Buch von Hermann Hesse zu lesen, Glasperlenspielen. Das ist das, was die Ökonomik heute tut, Glasperlenspiele. Sie spielt ein Glasperlenspiel. Und sie behauptet, dieses Spiel habe etwas mit der Wirklichkeit zu tun, hat es aber nicht. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und deswegen muss man dieses Spiel fundamental in Frage stellen. Man muss die Wissenschaftlichkeit dieses Faches fundamental in Frage stellen, wenn man weiterkommen will, wenn man irgendetwas wirklich verbessern will. Und um auch da nochmal auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, das geht natürlich nur mit klarer Kante. Das geht nur, wenn man die Dinge versteht, wenn man die Zusammenhänge genau versteht und wenn man dann nachweisen kann, wie falsch diese Theorie ist, wie unsinnig diese Theorie ist, weil sie überhaupt nicht auf die reale Welt angewendet werden kann. Vielen Dank.